Schönen guten Morgen, willkommen zum Börsenbuffet. Ja, kommt jetzt der Ausbruch oder kommt er nicht? Nasdaq und S&P gestern auf neue Allzeithochs gegangen. Der Germany 30, der hadert und hadert und das kommt die richtige Dynamik hier auf der Oberseite nicht auf. Wir werden aber heute ein Trading-Event haben am Nachmittag. Da kommen die ADP Arbeitsmarktvorabschätzung auf die offiziellen Daten vom Freitag. Man kommt ja um 14:30 Uhr die NFP-Daten, die Arbeitslosenzahlen aus den USA am Freitag. 14:15 Uhr in 5 Stunden kommt der ADP-Vorabbericht. Der könnte spannend werden. Ebenso auch ja, mal ein Blick wert. Es sind um 11 Uhr dann die Beschäftigungszahlen für die EU. Also da zwei Trading-Events, die heute Dynamik sorgen könnten. Technisch ist es jetzt so, dass der Germany 30 am Punkt 2 bei 13.339 festhängt. 13.261 konnten gehalten werden, auf der Oberseite 13.462 nicht überschritten werden. Die Geschichte ist neutral zu betrachten, da wir innerhalb des Abwärtsimpulses vom 30. November uns bewegen. Aber jetzt kommt auch hier erstmal nochmal Dynamik auf, relativ zur Eröffnungshandelsspanne. Signalkerze ist ausgebildet, Signallinie ist unterschritten, 13.335. Ich schalte um in den 10-Sekunden-Chart, achte jetzt auf ein 1-2-3-Muster in Trendrichtung. Im NDAQ hatten wir gestern ein 1-2-3-Top, das dann doch verteidigt wurde zur Eröffnung. Und dann gab es einen Short-Squeeze nach oben. Und jetzt ist mit dem neuen Hoch über dem Hoch von Anfang September die Frage: Kommt es hier zu einem 1-2-3? Hier 12.421,60 sollten gehalten werden auf Stundenschlusskursbasis. Da haben wir schon mal einen Versuch gehabt heute um kurz nach 3. Da hat sich dann ein 1, 2, 3 tief gebildet im 5-Minuten-Chart. 12.417 können jetzt beobachtet werden, zusammen mit der 4.2160. So, kommt jetzt hier ein höheres Hoch oder ein tieferes Tief? Tieferes Tief würde jetzt dann in Trendrichtung den Germany 30. Das wäre dann quasi das 1, 2, 3. Top in Trendrichtung. Das uns eine korrektive Bewegung bringen könnte.
So, das 123 Top ist da. 13.332 Validierungslinie. Solange darunter, Trend abwärts intakt, also zumindest der Trendfilter. Pfizer BioNTech Zulassung. In UK, in Großbritannien, für den Impfstoff, Auslieferung ab kommende Woche, technisch Pfizer unter $40.42 mit Trendwendeformation, die intakt ist, Chart befindet sich im Chartforum, BioNTech, in US-Dollar, Auffächerung aus 123 könnte weiter anhalten, sollten 120,69 gebrochen werden. Und ich habe mir den Bitcoin mal ganz langfristig angeschaut. Und wenn ihr hier mal auf den Bitcoin achtet, im Monatskerzenchart haben wir Dezember 2018 bis Juni 2019 einen Aufwärtsimpuls 3157 bis 13852. Wenn der sich auffächert, dann wäre die 61,8er Auffächerungsmarke bei 20.462. Und ihr seht die weiteren hier unten rechts. Sollten wir hier eine volle Impulsauffächerung bekommen, wäre das bei 423,6er Extension ein mögliches Ziel bei 59.158 für den Bitcoin. Der Bitcoin ist ja deswegen spannend, finde ich, weil er, so jetzt bin ich hier auch zu sehen, hallo, ist deswegen interessant, weil er ungleich zum Goldpreis bei weiter steigenden Kursen eher den Termin des nächsten Halvings, der nächsten Halbierung, der abbaubaren Blockchain-Einheiten erreichen wird. Aber es kommt nicht mehr Angebot an den Markt. Beim Goldpreis ist es ja so, umso stärker der steigt, umso mehr der steigt, desto mehr Angebot kommt auch auf den Markt aufgrund der Tatsache, dass eine teurere Goldminenproduktion dann rentabler wird. Man Gold eben an Stellen schürfen kann, an denen es bisher nicht möglich war. CureVac mit einem bärischen Harami. Schwarzer Kerzenkörper eingehüllt von einem blauen Kerzenkörper von zuvor. Deutet auf einen möglichen Hochpunkt hin. Wir sind hier in der Nähe der 423,6er Extension. Im Stundenkerzenchart ist jetzt auch das Tief zwischen 18 und 19 Uhr vom 1. Dezember zu 38,08, ein Stundenschlusskurs darunter, würde ein 123 Top bei CureVac aktivieren. Moderna, auch gestern mit einem Abwärtsimpuls. Wir sind hier nun auch in der vollen Impulsauffächerung angelangt. Stundenchart, ein Impuls abwärts, das Tief 130,42 kann man nun beobachten. Im 5-Minuten-Chart hat man nochmal eine genauere Auflösung. Da sieht man, dass gestern oder am 1. Dezember zur Handelseröffnung hier sich ein 1-2-3-Top gebildet hat, das seine volle Impulsauffächerung bei 125,07 bis 109,08 hat. SAP ist unter Druck geraten oder kommt zumindest ein bisschen unter Druck durch Salesforce, die sich neu positioniert haben mit einer großen Übernahme. Aber bei SAP sehen wir, dass diese Übernahme von Slack durch Salesforce für 27,7 Milliarden nicht unbedingt die Stimmung trübt. SAP über 95,15 €, damit intakte Trendwendeformation aus dem März, die sich nach oben auffächern könnte, solange wir da drüber bleiben. Der Chart befindet sich auch im Chartforum.
Salesforce an sich steht besser da. Da gab es ja eben diesen vorsichtigen Ausblick auf den Gewinn nicht. Die Gewinnentwicklung, es gab keine Gewinnwarnung. Und bei Salesforce sehen wir auch eine laufende Auffächerung zur 261,8. Und da gibt es einen wichtigen Abwärtsimpuls, dessen Ende bei 240,20 ist. Nachbörslich schaue ich gerade den Salesforce-Kurs an. Die sind nachbörslich bei 229,70 raus. Also durchaus hier bei Salesforce sollten wir da auch da bleiben. 229,70 ist hier ungefähr. Dann ja, wäre es halt wieder so wie Oktober. Also droht hier eine Aktivierung von einem 1-2-3-Top bei Salesforce. Sollten wir eben das Zurückschnappen nicht schaffen über 240,20. Der Chart befindet sich noch nicht im Chartforum. Jetzt ist er drin. Kommen wir zum Wasserstoffsektor. Da hat die Nel Asa ein 1-2-3-Top ausgebildet. Unter 24,81 ist jetzt an der 23,94. Das ist die 61,8er Extension. Plug Power mit einer laufenden Auffächerung. Da kommt aber auch jetzt hier ein bisschen Druck, Verkaufsdruck rein. Unter 25,52 haben wir hier ein 1-2-3-Top. Über 23,37 ist allerdings auch die Bodenbildung dieses prozyklische 1-2-3 intakt bei Plug Power. Fuel Cell Energy. Die haben es trotz dessen, dass die so stark gestiegen ist, nicht geschafft, den neuen Short Squeeze zu starten. Wir haben ein intaktes 1-2-3-Top, 1-2-3-Trendwendemuster unter 9,26. Das sind US-Dollar. Germany 30 geht über den Punkt 1, hinterfragt damit dieses 1-2-3-Top. NDRQ hat am Punkt 2 des 1-2-3, das sich heute so kurz nach 3 Uhr bildete, gedreht wieder nach oben. Bitcoin ist, der Rückgang ist neutral. Ja, wir haben einen Abwärtsimpuls. Solange wir jetzt ein höheres Hoch machen, ist der Aufwärtstrend intakt. Es wäre Platz bis 20.462. Wenn wir allerdings jetzt kein höheres Hoch machen und unter 18.132 fallen, entstünde ein 1-2-3-Top. PowerCell Sweden hadert weiterhin im Wochenkerzenchart mit dem Punkt 1 eines 1-2-3-Tiefs. Der liegt bei 284,60. Und Ballard Power hat hier am 23. November einen 1-2-3-Top aktiviert. Und die volle Impulsauffächerung nach unten. Man sieht auch hier ist so ein Aufwärtsimpuls reingekommen, der getestet wurde. Also ist eben nach einer vollen Impulsauffächerung aus dem Top ein neues Tief entstanden. Insgesamt sind wir hier im Tageschart. Besteht die Chance, dass die 22.01 erreicht werden? Müsste aber das Top, das ich gerade gezeigt habe, eben dann auch im Markt bleiben. NDAQ zieht weiter an. WTI ein bisschen mit einem Rückfall. Ich bin hier im Januar 2021 Forward CFD. Hier hat sich ein 1-2-3-Top gebildet.
Gestern ein deutlicher Aufbau an Lagerbeständen. 45, 46 ist der Punkt 1 des 1-2-3-Trend-Wendemusters, das sich nach unten jetzt auffächert. Germany 30 nähert sich der Validierungslinie 3,3206. Sollte die überschritten werden, kann das ein Hinweis sein auf eine Trendwende, aber zunächst wäre das erstmal ein Hinweis auf eine Neutralstellung von dem Trendfilter abwärts. Ja, NDRQ zieht weiter. Germany 30 jetzt mit dem Überschreiten der Validierungslinie. Ich schalte oben in den 1-Minuten-Chart. Ja, und da sieht man, naja, so einen richtigen Aufwärtsimpuls ist es nicht so richtig, ja, zögerlich und dann kommt doch wieder Impulskraft rein. Also das ist keine schöne 1. Gold ist bei der 4,236 angelangt. Wir haben gestern hier in 1, 2, 3 im Stundenchart festgestellt, dass sich jetzt voll aufgefächert hat. In diesem Bereich der vollen Auffächerung kann man ein 1, 2, 3 Top jetzt feststellen. Im 5-Minuten-Chart sieht man das am besten. Und da könnte jetzt Szenario bullischer Druckaufbau stattfinden, wenn die 18.13.98 gehalten werden. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. Euro-Dollar bricht auf ein neues Hoch aus, beziehungsweise hat ja eine ganz schöne Kaufwelle hinter sich hier über Nacht und gestern. Macht damit ein neues Hoch, räumt das 1-2-3-Top von Anfang September raus. Der Wochenchart, der Weg, der weiß den Weg, wo es möglicherweise hingehen könnte, beziehungsweise im Monatschart sieht man das noch besser. Der Punkt 1 aus dem 1-2-3-Top. Der liegt bei 1,2330. Das könnte eine Marke sein, die wir erreichen. Und da könnte sich dann entscheiden, ob da neue Perspektiven dann auch geschaffen werden für Euro-Dollar. Der Punkt 1 aus dem Abwärtsimpuls, wenn er überschritten und als Unterstützung überschritten wird und als Unterstützung bestätigt wird, könnte zu einer, ja, Trendwende führen. Bullischer Druckaufbau. Der Punkt 2 läge bei 1,4718, also unter der beiden Regierung mit dem Willen zum Schuldenmachen und der Erwartung neuer geldpolitischer Maßnahmen durch die amerikanische Notenbank scheint die Dollar-Rallye im Moment ins Stocken geraten zu sein. Electronic Arts, im Wochenkerzenchart haben wir die 108,73 vor 3 Wochen bestätigt, damit die Bodenbildung bestätigt.
Das ist die Auffächerung der Chart, den stelle ich auch mal ins Chartforum. Eine Frage von Nico. Armin, diesen Wert haben wir nicht. Michael weist auf Nemetschek hin. 5,6% geht es bei Nemetschek nach unten. Sind wir hier an einem kritischen Punkt angelangt. 57, 77, 1, 2, 3. Top könnte da entstehen beim Tagesschluss drunter. Chart stelle ich ins Chartforum. Xiaomi. Aktie aus Hongkong, minus 6%. Stundenchart bei Xiaomi hat sich bereits angekündigt, dass es hier ein bisschen brenzlig werden könnte. Es bildete sich ein 1, 2, 3 Top, das mehrmals bestätigt wurde. Sie haben mehrmals versucht, die Rallye fortzusetzen. Mehrmals wurde das abgelehnt. Also insgesamt wirklich zweimal. Und am 30. November sogar den ganzen Handelstag über immer wieder versucht, über 26 Hongkong-Dollar 72 Cent rüberzukommen. Das hat nicht geklappt. Jetzt dehnt sich das. Jetzt gibt es hier eine Impulsauffächerung nach unten. Also im 5-Minuten-Chart ist das noch besser erkennbar. Abwärtsimpuls, ja, da wurde richtig abgeladen. Und dann sind sie unter diesen Impuls tief gefallen, doppelt bestätigt. Gap down minus 6,7% aktuell bei Xiaomi. Und den Chart stelle ich auch nochmal ins Chartforum zu eurer weiteren Verwendung. BYD minus 7%. Hier hat sich auch ein 1, 2, 3 Top gebildet. Das ist leider hier ein bisschen verschoben. Aber macht dir nichts. Also 1, 2, 3 Top. 24. November. Einmal, zweimal von unten bestätigt. Jetzt wird sie nach unten durchgereicht. Den Chart poste ich auch nochmal im Chartforum. Also Hongkong-Aktien sind unter Druck. Meyer Burger minus 7%. Tageschart ganz normale 1, noch keine Top-Bildung. Hier ist auch im Wochen- und Monatschart kein richtiges 1, 2, 3 Tief entstanden. Das, was ich hier sehen kann, ist, dass im Monatschart hier ein 1, 2, 3 Top da ist, das ein 1,618 erreicht wurde. Und wir sind jetzt hier an die 100% Extension dran gegangen. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. So, jetzt ist die Frage, gibt es im Germany 30 nochmal ein tieferes Tief unter 13.305? Weil dieser ganze Rücklauf
lediglich diente, die Signallinie zu testen. Wir haben zwar das prozyklische 1, 2, 3 überschritten, damit ist es ein Hinweis auf eine Seitwärtsbewegung oder auf ein Drehen in Richtung 1, 2, 3 tief und dann Aufwärtsbewegung. Der NDAQ, der zieht ja weiterhin. Warum neues Tief? Nun, es ist eben diese Aufwärtsbewegung nicht wirklich impulsiv, nicht wirklich ein schönes 1, 2, 3 Tief entstanden. Wenn jetzt der Germany 30 auf ein tieferes Tief ginge, hätte er dazu nochmal die Chance, ein schönes 1, 2, 3 Tief auszubilden. Muss natürlich nicht sein, dass es dazu kommt, aber kann sein. NIO, aktives 1, 2, 3 Top-Chart befindet sich auch im Chartforum. Aufbecherung hat noch Platz zur vollen Marke 4,23 bis 5,81. Jenny, die Aktie haben wir nicht als CFD. NDAQ möglicherweise mit 1, 2, 3 Top in der Nähe von der 4,23er Auffächerung.
So, Germany 30 mit tieferem Tief. NDAQ mit 1, 2, 3 Top. Ja, interessant, die Geschichten im Autobereich. Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, wollte eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Die saßen gestern zusammen bei Volkswagen und haben sich dann ohne Einigung getrennt. Da ging es genau um diesen Wunsch. Diess wollte einfach zur Validierung seiner Strategie des Umbaus von Volkswagen zum Elektroautohersteller vorzeitig eine Verlängerung seines Vertrags haben. Und die hat er nicht bekommen. Elon Musk hat gesagt, er will, wenn sich ein Unternehmen nun nähern würde und sagen, wir streben hier eine Fusion an, würde er dem nicht im Wege stehen. Es habe bereits, gab es ja schon mal so ein Zusammentreffen zwischen Diess und Musk. Das führte hier nicht, wurden keine Gespräche geführt über irgendwelche Firmenzusammenschlüsse. Michael Gehtke schreibt, Herbert Diess bekommt seine Wünsche nicht erfüllt, dann geht er halt zu Tesla. Ja, gut möglich. Wie sieht die Tesla-Aktie aus? 1, 2, 3 Top droht unter 554,66. Darüber bleibend nicht. Auffächerung gegenüber dem 1, 2, 3 von Anfang September ist noch möglich in Richtung 690,84. Das wäre die 423,6er. Der Chart befindet sich im Chartforum. Vorzüge von Volkswagen haben im März eine Bodenbildung gemacht und haben es immerhin geschafft zur 61,8er Extension. Weiter ging es nicht. Da hängen wir jetzt auch ein bisschen fest. Aktuelles plus minus 2,4%. Und der Germany 30 bisher ohne Versuch für einen 1, 2, 3 Tief. Der NDAQ hat die 61,8er Pflicht der Extension bei 4,45 absolviert.
1, 2, 3. Naja, das besteht aus einer Kerze. Wäre der Impuls. Mal schauen, wenn die Akku aber hier jetzt dann die 450 überhaupt halten kann. Gold geht ab. Bullischer Druckaufbau. Und zack. Ab geht's. Ja, wenn Sie die Zone jetzt hier den Aufwärtstrend halten, 1863, darum geht es ja, das zumindest nochmal zu testen. 1863 Dollar ist der Punkt 1 eines 1-2-3-Trendwendemusters, dass das am 23. November aktiviert wurde. Euro-Dollar, Alexander, hatte ich bereits. US-Dollar zum Schweizer Franken. Frage von Roman. Also übergeordnet haben wir hier im Tageschart ein 1, 2, 3 Top. Die 1, 2, 61er hat hier bärisch getestet, wurde die. Sollten wir hier auf ein tieferes Tief rutschen unter das Tief des 6. November, Novembers, dann wäre hier unten bei 0,8857 die 4,23,6er Auffächerung. Michael Gittge schreibt, im Nasdaq droht im 30-Minuten-Chart ein 1, 2, 3 Top bei Unterschreiten 12, 4, 20. Ja, genau. Also, ich hatte einen Stundenchart, 30-Minuten-Chart ergibt die gleiche Info. Wenn wir die 4,21,60 unterschreiten bei Stundenschluss, dann droht hier ein 1, 2, 3 Top, ja. Und genau das ist ja, was wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart haben sie ja versucht, das zu aktivieren und wir haben ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet, das sich jetzt hier nach oben auffächert. Und im 1-Minuten-Chart versuchen sie gerade dieses 1, 2, 3 Top in der Nähe von der 4,23er, dieser Auffächerung, zu halten. Also Chance bullischer Druckaufbau im NDAQ mit Rallye-Fortsetzung nach oben. Und im Stundenchart dann eben auch eine Chancenverbesserung für bullischer Druckaufbau nach oben. Und jetzt der Germany 30 auch. Das ist jetzt ein schöner Impuls. Ja, da kann noch mal eine Kerze weitergehen. Und wenn da eine 2 kommt und die versuchen, auf ein tieferes Tief zu gehen, es nicht schaffen, auf ein tieferes Tief zu gehen, sondern dann ein höheres Hoch machen, dann hätte man 1, 2, 3 Tief. Ein sauberes. Hier wäre keins möglich gewesen. Das war halt eher so ein bisschen Gemischtwarenladen. Und natürlich gilt auch, wenn wir jetzt einfach auf ein tieferes Tief gehen, dann setzt sich dieser Abwärtstrend dann fort. Dann könnte es nochmal zum Test kommen, übergeordnet der 13.261.
13.308.95 jetzt die Möglichkeit, dass da an der Stelle ein 1, 2, 3 Tief entsteht. Wenn nicht so schön, erstmal nochmal so ein Testen für ein tieferes Tief. Wäre sauberer. So, will er nicht. Im NDRQ sieht es auch besser aus. Ich versuche die 450 zu halten. Kann natürlich auch nichts draus werden. Ne? Also wenn wir die 13.308 nicht überschreiten, dann gibt es auch kein 1, 2, 3 Tief. Das für sich ist ja auch eine Aussage. Germany 30 versucht hier alleine loszulaufen. Und Robert kommt eine Frage zum Silber. Silber hat das 1, 2, 3 Tief reaktiviert, hat es vermieden, die Bodenbildung von 24. September zu zerstören. 23,35 darüber bleibend, kann es zu einer Aufwächerung nach oben kommen. Wir haben es also gerade noch so gerettet. Auf der Oberseite müssen wir aber über 27,88 gehen, sowieso. Das ist noch ein längerer Weg. Germany 30 nimmt es gleich wieder zurück. Na, der NDAQ, es wäre halt schöner gewesen, der wäre hier oben geblieben. Also bisher unbestätigt diese Bodenbildungsversuche vom Germany 30 durch den NDRQ im elektronischen Handel.
Ich klinke mich an der Stelle wieder aus. Sag vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, mit dabei wart. Bis morgen, habt erfolgreiche Trades und denkt an 14:15 Uhr an die ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA. Bis morgen.